Hallo Freunde, da sind wir wieder zu Let's Play Anna. Wir sind vor allem zu Let's Play Anna. Ich heiße euch willkommen zu Let's Play Anna. Oder wir sind hier bei Let's Play Anna. Das hier, liebe Freunde, ist die Lüge. Warum auch immer das die Lüge ist. Vielleicht, wenn es einer von euch durchschaut, erklärt es mir. Das hier ist tatsächlich die Freude, das heißt, das Golden ist richtig. Das hier ist der Hass. Der Hass ist bronzefarben. Ich hab's nachgeschaut. Ich bin nicht drauf gekommen. Ganz ehrlich. Und wie gesagt, das Rumprobieren war mir dann auch zu blöde. Das hier ist der Tod. Und dann bleibt hier hinten, wie ich das gedacht habe, schon die Einsamkeit. Also das einzige Problem war einfach, dass die Lüge... Dieses Bild habe ich nicht erkannt. Ich habe gehört, wie sich etwas aufschließt. Kann ich die Dinger mitnehmen wieder? Was? Ja, ich kann sie mitnehmen, das ist gut. Vielleicht brauche ich sie noch. Die Musik hat sich verändert, hört ihr das? Das Sekret aus dem Auge an der Wand hat es schwer beschädigt. Ich gehe mal hier rum. Was war das? Nein. Diese verdammte Musik. Sekret aus der Wand. Das sieht noch gut aus. Sekret aus der Wand, okay. Ich vermute... Ah, das Siegel ist weg, seht ihr? Okay. Ich denke, wir können jetzt hier rein. Höhe, was bist du denn? Was ist das denn? Eine weibliche Kleiderpuppe. Eine obszöne Kleiderpuppe in Frauengestalt. Sie scheint nicht handgemacht zu sein. Sie scheint in dieser Form gewachsen zu sein, als wäre sie eine Pflanze. Ein neuer Eintrag hier. Anna will das nicht. Anna will, dass ich gehe. Ja, diese Steuerung macht mich fertig. Was will Anna? Anna will, dass ich gehe. Sie will verhindern, dass ich etwas entdecke. Okay. Also diese Frau, die wir da hören, scheint Anna zu sein. Ein Mörser, okay. Ihr habt übrigens gesehen, wir haben zufällig genau das goldene und das silberne Blatt eingesammelt. Dieser Raum ist voller Staub und Rauch. Ich kann nicht hineingehen. Hä? Nein, ich möchte jetzt wissen, was hier los ist. Was ist das? Ein Ring? Ein Ehering. Er ist strahlend sauber. Boah, den kann ich bestimmt. Gib mal her. Jawohl. Errungenschaft. I'll take this back. Ist das mein Ehering? Okay. Creepy. Da, oh. Öl. Okay, wir haben Öl. Haben wir noch was hier, was wir brauchen können? Dunkle Barriere. Was soll das für ein Zeug sein? Haben wir noch was hier? Irgendetwas, das uns nützlich ist. Okay. Leute! Was ist denn das da? Zement. Concrete, habe ich gelernt, ist Zement. Eine weibliche Kleiderpuppe. Was machst du denn? Kann ich dir irgendwie helfen? Guck mal, ich habe hier was, was dir hilft. Nein, es hilft dir nicht. Hier, willst du ein Ahornblatt? Nee, auch nicht. Okay, ich komme da tatsächlich nicht da. Oh, eine Öllampe. Eine alte Lampe. Ja, die zünden wir doch an. Sie sieht sehr mitgenommen aus, aber ohne Öl. Ich habe doch Öl. Habe ich doch gerade aufgehoben. Stöße, nee. Öl. So, zack. Sie kann jetzt gezündet werden.
Das ist gut. Dafür zünde ich jetzt natürlich nicht den Ofen an, sondern ich benutze mein Feuerzeug. Ah, das Licht ist nicht stark genug, okay. Aber vielleicht kann ich jetzt hier noch irgendetwas entdecken. Dadurch, dass das Licht an ist, diese Palette zum Beispiel. Da hinten ist irgendein Licht oder sowas. Seht ihr das? Hier muss doch jetzt irgendwas zu tun sein. Moment, wie war das? Wir haben doch das Licht eben verstärkt. Wartet. Wir haben das Gold und das Silberblatt. Aus Gold und Silber macht man dieses Elektringens da, wie auch immer das heißt. Vielleicht kann ich das machen und dann... Ja? Vermutlich nicht ganz so rein wie das Elektronpulver, das ich gefunden habe. Aber es sollte funktionieren. Okay. Und dieses Pulver geben wir die Lampe. Nein, ich will wissen, was hier los ist. Ehering. Ich verstehe das nicht. Warum trägt diese Kleiderpuppe einen Ehering? Ja, das verstehe ich auch nicht. So, im Journal sollen wir was Neues haben? Ich hätte nie gedacht, dass ich ein lebloses Objekt so hassen könnte. Doch dieses Ding, diese Imitation einer Frau, dieses widerwärtige Stück Holz hat in mir unerklärliche Abscheu hervorgerufen. Anna ist nicht hier. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ich spüre ihre Anwesenheit mit jedem Schritt. Ich höre sie hinter jeder Tür und doch ist sie nicht hier. Sie hat vom ersten Moment an versucht, mich zu vertreiben und ich weiß nicht, warum. Ich habe Nacht um Nacht von diesem Augenblick geträumt. Ich habe mein eigenes Blut geopfert, um sie wiederzusehen und nun verschmäht sie mich. Ja, das ist natürlich nicht sehr liebenswürdig. Aber irgendetwas geht hier vor. Und wir haben ja das Tagebuch gelesen. Er ist so geplagt von... Wieso verschwindet dieses Teil, wenn ich da hochgucke? Da ist so eine Holzstatue. Okay. Was? Schlagendes Herz? Verarschen? Du erinnerst mich an den Bronzemann aus Craven Manor. Ich mag dich nicht. Was gibt's hier? Außer Erdbeben. Ja. Ich mag dieses... Was ist das für ein Geräusch? Hier muss es doch noch irgendetwas geben. Wir haben hier vorne auch noch die Luke, die wir öffnen müssen. Ich möchte dieses Herz nicht aufnehmen, ganz ehrlich. Irgendwas muss doch hier noch sein. Oder muss ich jetzt wirklich dieses Herz aufnehmen? Triggert das vielleicht wieder irgendetwas, dass ich weiterkomme? Dieser Wagen hier ist sehr dubios. Okay, ich muss hier... Was ist das? Eisenstange. Es schlägt. 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 Ich kann es nicht mehr aushalten. Ich muss es zerstören. Oh, die Puppe. Oh. Die Puppe ist umgefallen. Denke ich, vermute, ich weiß, wo ich das Ding zerstören muss. Boah, dieses Wumpern. Jetzt brauchen wir nämlich unseren Freund den Ofen mit Sicherheit. Soll ich es unten reinwerfen? Boah, dieses Herz. Ich muss den Herz zuerst reparieren. Das heißt, wir müssen mit dem Gewumper leben. Ich ahne, was ich mit der Stange machen muss. Bum, 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 bum. Das ist etwas Edgar Allan Poe-mäßig. Ersatzteile für den Ofen. Na, sieh mal einer, guck. Okay. Okay. Wir reparieren den Ofen. Hör auf zu schlagen. Kaputter Ofen. Der Ofen ist ganz. So, Herz rein. Schlage, Herz, schlage. Ich vermute, die Ahornblätter dienen uns als Zunder. Nein. Irgendwas hatten wir doch, wo er gesagt hat, ich muss ihn zuerst reparieren, ne? Was ich da versucht habe reinzutun. Ah, die weichen Wurzeln, genau.
So, und jetzt zünden wir den Kaps an. Zur Sicherheit noch ein bisschen Öl drauf? Ne. Gut. Jetzt ist es bereit. Ich muss es nur noch anzünden. Das tun wir. Brenner. Hm? Hm? Oh Gott. Oh Gott. Was machen diese so? Sie möchte mich wohl abschrecken, wie es aussieht. Zumachen. Hier muss ich bestimmt noch was kochen. Da ist eine Treppe runtergekommen. Also, wir möchten gerne Erkenntnis. Sie sagt uns, dass wir nur unseren Tod finden werden. Ich bin mir sehr unsicher, was hier passiert. Ich habe ein schlagendes Herz aus Holz verbrannt. Vielleicht träume ich nur, vielleicht bin ich endgültig wahnsinnig geworden. Wäre es nicht verrückt, jetzt aufzugeben? Ich habe oben gerade Schritte gehört. Ich muss einen Weg finden, dorthin zu gelangen. Ja, den Weg, der wurde uns ja eben eröffnet hier. Wir könnten zwischendurch mal Folgendes machen. Machen wir mal einen neuen Spielstand. Zack. Zurück. Und zum Spiel. Wunderbar. Gut, Freunde. Gehen wir hoch. Ich kann jetzt nicht gehen. Irgendetwas wird passieren. Purple Rain? Es ist lila. Es tropft von oben runter. Warum tropft es von oben runter? Und was genau wird passieren? Warum kann er nicht gehen? Da ist doch eine Treppe. Ah, okay, jetzt kann er gehen. Purple Rain. Boah, diese Zwischengeräusche. Okay, wir sind auf dem Dachboden. Hier wächst eine Wurzel. Hä? Rituale unserer Herrin? Ach, ein Buch. Rituale unserer Herrin, okay. Noch was zu lesen, das ist schön. Aber ich möchte gerne gucken, was es hier so gibt. You seek a haven from which you will never be able to return. Das mag sein, aber vielleicht möchte ich gar nicht zurückkehren und meinen Frieden finden. Do you love her? Maybe. What? Who is she? I don't know. Okay. Was hat dieser Mann für eine Geschichte? Hier ist die Kleiderpuppe schon wieder. Das Antlitz der Wahrheit. Es beunruhigt mich ja, mich auch. Huch. Sie ist nicht wie die anderen Masken bearbeitet und ich kann ihren Anblick nicht ertragen. Dann nehmen wir sie mit, dann muss ich sie nicht angucken.